Mit der Erlaubnis Gottes habe ich diese Maschine in meiner Gewalt. Freut euch, Gemeinschaft der Muslime, die Kreuzfahrerregierungen Deutschlands, Italiens, Dänemarks und Englands haben unsere Brüder getötet. Nun töten wir eure Familien. Lars Koch hat es getan. Er hat die Menschen in dem Flugzeug getötet. Der Infrarotsuchkopf der Sidewinder hat das rechte Triebwerk der Lufthansa-Maschine erfasst. Das Flugzeug ist über einem Kartoffelacker abgestürzt. Lars Koch wird angeklagt, mit gemeingefährlichen Mitteln 164 Menschen getötet zu haben. Der Terrorist will das Flugzeug in das Fußballstadion von München stürzen. Wenn ich jetzt nicht schieße, werden Zehntausende sterben. Aber ich will nur wissen, warum niemand die Räumung des Stadions verfügte. Er ist nicht zu Tode gekommen, die haben ihn getötet. Auf der einen Seite stehen 164 Passagiere, auf der anderen Seite 70.000 Zuschauer in einem Stadion. Haben die Passagiere es denn bis ins Cockpit geschafft? Der Befehl lautet Intervention. Wenn Sie Lars Koch heute verurteilen, dann sagen Sie damit, dass wir uns gegen den Terrorismus nicht wehren. Sind Sie immer noch überzeugt davon, richtig gehandelt zu haben? Natürlich.